Hallo Freunde der seichten Unterhaltung. Heute Abend ist Silvester. Wir sind zum Grillen eingeladen. Und was beim Grillen nicht fehlen darf, ist Tzatziki. Und wie man den ganz schnell und ohne viel Aufwand herstellt, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß damit. So, wir brauchen dazu diesmal Pfeffer gemahlen, weiß. Also ich habe keine weißen Pfefferkörner, sonst hätte ich sie selber gemahlen. Aber in dem Fall tut es auch. Dann Meersalz, Olivenöl, griechischer Joghurt. Guckt, dass ihr wirklich griechischen Joghurt oder türkischen Joghurt bekommt. Mit 10% Fett. Das ist das Minimum für ein gutes Tzatziki. Dann brauchen wir Gurken. Wir brauchen Knoblauch. An Werkzeugen natürlich eine Schüssel, einen Mörser, einen Gurkenschäler oder Sparschäler oder Spargelschäler. Egal wie ihr das nennen wollt. Einen Löffel und eine Reibe. Und meine geliebte Knoblauchpresse. Diese Knoblauchpresse habe ich jetzt bestimmt schon seit 4-5 Jahren oder noch länger, ich kann es gar nicht sagen, die habe ich aus der IKEA gekauft. Ist meiner Meinung nach das Beste, was an Knoblauchpressen jemals auf den Markt geworfen wurde. Ich war von der so begeistert, dass ich mir gleich eine zweite geholt habe, ein paar Wochen später, für den Fall, dass die mal kaputt geht. Aber hey, die ist so oft im Einsatz, die ist so stabil, da passiert gar nichts. Also, ich denke, die kann ich noch vererben. Gut, legen wir mal los. Also, Tzatziki auf die Schnelle. Als allererstes schneiden wir uns mal eine Gurke. Wir sind 8 Leute. Das wird nicht 2 Gurken schälen. Wir haben dann draußen 24 Grad, ihr glaubt das kaum. So, jetzt nehmen wir uns ein Küchentuch. Und auf dieses Küchentuch reiben wir uns ganz einfach die Gurke drauf. Einmal. Jups, kommst du her. Zweimal. So, dann falten wir das hier zusammen. Und dann drücken wir das jetzt über dem Waschbecken aus. Das schaut dann so aus. Das drücken wir uns jetzt in die Schüssel. Naja, drücken ist glaube ich nicht der richtige Ausdruck. Schmeißen wir uns in die Schüssel. Dazu kommt jetzt griechischer Joghurt. Wenn ihr keinen griechischen Joghurt findet und ihr wollt ein Tzatziki light machen, dann könnt ihr auch einen normalen Joghurt nehmen mit weniger Fett. Den müsst ihr dann über Nacht auf so eine Schüssel stellen, also umgekehrt. Ihr nehmt so eine Schüssel, macht ein großes Sieb drüber, ein Handtuch rein und dann schüttet ihr den Joghurt da rein, irgendwie abdecken in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen ist das meiste Wasser in der Schüssel und ihr habt dann eben auch so einen stichfesten Joghurt. Das hätte ich wahrscheinlich mit dem auch machen sollen, weil so stichfest ist der gar nicht. Ich habe normalerweise eine andere Marke, aber wie das so ist, die war heute leider nicht zu haben. Nichtsdestotrotz bin ich zuversichtlich, dass wir da einen feinen Tzatziki rauskriegen. Ja, der ist nicht so stichfest, wie ich das gerne hätte und gewohnt bin. Aber hey, man kann nicht alles haben. So. Mengen schätzt ihr einfach ab, wie ihr das gerne haben wollt. So,
Hier können wir schon mal ein bisschen Pfeffer drüber machen. Auch nach Gefühl. Und vor allem immer aufbauend würzen. Aufbauend heißt ein bisschen was rein, probieren und dann gegebenenfalls nachwürzen. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Salz rein. Dann brauchen wir Knoblauch. Andrücken, dann lässt sich nachher leichter schälen. Auf die Menge nehme ich jetzt mal 6 mittelgroße Zehen. Schade, dass man hier nicht diesen chinesischen Knoblauch bekommt. Ihr wisst, diese großen, dicken Knollen, die liebe ich. Weil da muss man nicht so viel schälen und hat mit einer oder zwei Knollen meistens schon alles, was man braucht. Aber ja, man kann nicht alles haben. Entweder man hat am Silvester 24 Grad oder man hat chinesischen Knoblauch. Ich weiß, ich bin gemein. So, und wenn ihr meint, das ist jetzt zu viel Knoblauch, es hindert mich keiner daran, hinterher einfach noch mal ein bisschen Joghurt dazu zu schmeißen. Also insofern keine Panik. So, dann machen wir hier ein gutes Olivenöl dazu. Und dann drücken wir uns den Knoblauch da rein. Warum habe ich Salz hier mit rein in den Topf, also in die Schale und in den Mörser? Ganz einfach, das Salz ist grob. Und das hilft mir einfach, den Knoblauch ein bisschen feiner zu machen. So, die Reste, die Haut, die kann alles mit da rein, überhaupt kein Thema. So, und dann mörsern wir das Ganze mal schön durch. So, und dann wandert das Ganze hier in unsere Schale rein. Und dann mischen wir das Ganze durch. So, und fertig ist euer Tzatziki. Die Griechen machen da jetzt noch einen Schuss Essig rein oder einen Schuss Zitronensaft. Mir mag sich nicht erschließen, was der Grund ist. Vielleicht um das Ganze länger haltbar zu machen. Aber ich weiß, mein Tzatziki ist an einem Abend meistens gegessen, insofern verzichte ich darauf. Dann wird es manche Leute bei euch geben, die werden sagen, oh, da muss noch Dill rein. Nein, es muss kein Dill rein. Also die meisten Griechen, die ich kenne, die meisten griechischen Rezepte,
die so authentisch wie möglich sind, machen dort keinen Dill rein. Es gibt Regionen oder einzelne Familien, die Dill reinmachen. Für mich ist es ein Tzatziki, das ist ein Joghurt-Gurkensalat und kein Dill-Gurkensalat. Aber das kann jeder halten, wie er will. So, dann checken wir mal. Was soll ich sagen? Perfekt, da fehlt nichts. Oh. Er hat ordentlich Bums und er schmeckt jetzt schon. Wahnsinn. Ja, das war's. Ich wünsche euch einen guten Jahresausklang. Kommt gut rüber, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns nächstes Jahr wieder.